Gegenstalt oberhalb eines kleinen Baches, den zu überqueren nicht ganz einfach war und dem ein Teil der Dachrinne zum Opfer gefiel. Aber jetzt ist fast Sommer und an Regen nicht zu denken. Der neue Platz ist jedenfalls traumhaft. Keine Straße in der Nähe und abends Grillenkonzert. Die ersten Tage habe ich viel im Garten gearbeitet. Der ist entsetzlich groß, zu groß, um nicht in ernsthafter Arbeit auszuarten. Mit der Schubkarre zentnerweise Ziegenmist eingefahren. Dann, bis die Arme aus den Gelenken vibriert sind, mit dem Mutkulteur durchgemixt. Und jetzt sprießen Salate, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Kartoffeln und vieles mehr. Ihr seid wahrscheinlich mit Ähnlichem beschäftigt. Osterto ist ein rechter Hundemann geworden in den letzten Wochen und er leistet sich erbitterte Kämpfe mit dem Dorfältesten Muro. Einen Kampf habe ich mit der guten alten Bratpfanne beendet, die danach mehr lediert war wie die Hunde. Simon muss bis Ende Mai ihr Haus und eine Scheune verkauft haben und sie ist mit den Nerven ziemlich am Ende. Dazu noch die Ziegen, keine Zäune. Auf den Weiden, das ist etwas viel für einen Menschen. Aber falls es nicht zur Zwangsversteigerung kommt, die in Frankreich bis zum Hemd geht und nicht wie in Deutschland bei der Existenzsicherung aufhört, wird noch genügend übrig bleiben zum Leben. Paul modernen Tanz studiert hat, unterrichtet mich jetzt in Seiltanzen, eine Idee, die ich schon seit längerem im Kopf hatte. Wenn ihr kommt, könnt ihr vielleicht erste wackelige Schritte bewundern. Mal sehen, was daraus wird. Ich fühle mich hier doch recht wohl, fast zu Hause. Die Landschaft ist gerade jetzt im Frühling wunderschön. Sehr wild und ohne zu viele Spuren von Zivilisation. Manchmal erinnert es mich an die Geschichte von den Höhlenkindern, wie einige hier